Song. Wie geil. So Leute, sind wir beim nächsten Booster und ihr seht schon, ein ganz frisches Setup, weil ich es gerade aufgebaut habe. Und wie gesagt, ich bin gerade vom Pre-Release, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Gestern habe ich so ein Pre-Release-Kit aufgemacht. Oder war das Montag? Ich habe diese Woche ein Pre-Release-Kit aufgemacht von Phyrexian All Will Be One. Und ich habe auch ein Collector-Booster. Die sind wunderhübsch. Und das dachte ich, mache ich mal auf. Sie sind in Japan gedruckt, wenn man hier alles täuscht. Genau, made in Japan. Das bedeutet, wir haben hier eine Pull-Tab, der nicht funktioniert. Aber wir haben eine Pull-Tab, was schon ganz gut ist. Und das Interessante ist, die sind verkehrt rum gepackt. Heißt, ich fange von hinten an. Wir haben Leonin Lightbringer. 3x3-2, Ward 2. Wenn der kippt ist, kriegt der Plasantis 1. Ich liebe es, dass sie diese Leonin wieder so aufgebracht haben. Das finde ich richtig, richtig cool. Dann haben wir Sheoldred's Headcleaver. 4x2-4, Menace Toxic 2. Toxic ist so stark. Ist wirklich eine coole Fähigkeit. Herazes Blast. 4 Mana fügt 1 Schaden an jeder Kreatur des Gegners zu und die Kreatur konnte ich blocken. Für 4 Mana habe ich am Pre-Release gesehen, wie jemand daran gestorben ist. Surgical Skull Bomb. 1 Mana zum Spielen. 1 Mana opfern wir, ziehen wir eine Karte. 3 Mana opfern wir und bringen eine Kreatur zurück auf die Hand. Können wir aber nur eine Sorcery machen, dürfen dafür eine Karte ziehen. Wenn das nicht wie eine Sorcery wäre, wäre ich sogar versucht, die zu spielen. Aber das Sorcery allein ist es nicht so geil. Necrogen Kommunion. Oh mein Gott. Gut. Gut, dass ich katholische Religionslehre studiert habe. 2 Mana Enchantment, wir verzaubern eine Kreatur, die verzauberte Kreatur durch Toxic 2. Und wenn die enchantete Kreatur stirbt, bringen wir die Karte wieder ins Spiel zurück. Toxic 2 bekommt sie, wichtig hierbei, wenn die Karte schon Toxic 1 zum Beispiel hatte, hat sie dann Toxic 3. Gut zu wissen. Dann haben wir ein Cephalot Sentry, 3 Mana X5, wobei X die Anzahl an Artefakten ist, fliegt. 4 Mana. Hier mal eine X5. Da haben wir ein Land. Schade. Normale Plains. Keine Phyrexian von den Phyrexian-Ländern. Dann haben wir eine Phyrexian Arena in Foil. 2 Schwarze, ein Farbloses. Zu Beginn des Upkeeps ziehen wir eine Karte für die Leben. Richtig cool. For a bittersweet moment, Jace believed he could still save his love. A moment was all Reska needs. For the glory of Phyrexia, she whispered. Und er wurde corrupted. Sehr cool. Phyrexianische Arena. Sehr gute Karte. Dann ein Mirren's Safehouse. 3 Mana, solange das ein Spielfeld ist, hat es alle aktivierten Fähigkeiten von Ländern und Friedhöfen. Gute Karte. Wirklich gute Karte. Dann Glimmerlands. 2 Mana Artefakt Equipment für Mirrodin. Immer wenn die angreift, equipte Kreatur angreift, ziehen wir eine Karte. Und mindestens eine weitere Kreatur angreift. Equip, okay. Von Mirrodin gibt es 2-2 Typen, das ist nicht schlecht. Es hat eine Ausrüstungs-Card-Draw, ist gar nicht mal so bad eigentlich. Dann haben wir einen Sinew-Dancer. 1 Mana 1-1, 4 Mana tappen, wir tappen eine Kreatur. Corrupted, 1 Mana tappen, wir tappen eine Kreatur. Corrupted wird halt sobald 3 Poison-Counter drauf liegen oder mehr. Dann haben wir einen Mür-Converter. 2 Mana 2-1, Toxic 1, tappen, 2 Leben bezahlen, Mana, die Farbe bekommen. Mürs, ich sag's euch. Mühe sind klasse. Dann haben wir. Was? Ah, mein Gott, seht ihr das? Das, ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Das ist das. Dieses Phyrexian Oil Foiling. Nee, nicht Oil Foiling, dieses Phyrexian Completed Foiling. Und das ist ein normales Foiling. Ich kann es euch. Das ist. Für alle, die es interessiert hat, wie es aussieht. So, das ist der Unterschied. Zweimal denselben Vollmühe. Sehr cool. Und er fühlt sich auch von der Oberfläche ganz anders an, tatsächlich. Und er ist, glaube ich, der ist auch dicker. Und gekörlter. Krass. Naja, das war leider unsere Glitzervoll. Dann haben wir noch einen The Eternal Wanderer in Schwarz-Weiß. 6 Mana, 5 Marken, nicht mehr als eine Kreatur können den Eternal Wanderer angreifen. Und plus 1, wir exilen Artefakte, eine Kreatur und bringen es zu Beginn des nächsten Endsteps zurück. Also ein Flick-Effekt. 0, wir kreieren 2-2 Samurai mit Doppelschlag, was sehr stark ist. Minus 4, jeder Spieler sucht sich eine Kreatur aus, jeder Spieler kontrolliert, jeder Spieler opfert alle anderen Kreaturen, die er nicht ausgesucht hat.
Der Schwarz-Weiß ist sick. Man sieht es gar nicht richtig in der Kamera. Das ist schon sick. Das ist eine coole Karte. Und wir haben... Was? Shaun the Apocalypse. 4 Mana, 4-5, Death Touch. Wenn immer wir eine Karte ziehen, kriegen wir 2 Leben. Wenn der Gegner eine Karte zieht, verlieren wir 2 Leben. In diesem Phyrexia-Treatment haben wir noch einen Samurai mit Doppelschlag und einen Phyrexian Might für den Eternal Wanderer. Das war gut, glaube ich. Ich glaube, das war ein gutes Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alexit. Ciao, ciao.